Ring, ring. Hallo Leon, hier spricht Kevin. Hättest du gerade etwas Zeit oder kommt mein Anruf ungelegen? Hallihallo, Direktor Kleve. Oh, du wirkst aber gut gelaunt. Das freut mich. Ich möchte dich nicht zu lange aufhalten, da komme ich gleich zur Sache. Ich rufe an, weil ich dir ein besonderes Angebot unterbreiten möchte. Warte. Ist dir die Blaubeer Akademie in der einer Region ein Begriff? Ja. Richtig, du hast dich ja zusammen mit Schülern der Akademie auf eine Exkursion begeben. Genau. Der Direktor sagt da, Blaubeer Akademie ist jedenfalls ein alter Freund von mir. Er möchte dich dort als Austauschschüler willkommen heißen. Ich denke, das wäre eine grandiose Gelegenheit, deinen Horizont zu erweitern und mehr über die Welt zu erfahren. Betrachte es als eine Herausforderung, an der du noch weiter wachsen kannst. Allerdings frage ich mich schon, warum er gerade dich dazu ausgewählt hat. Oder so, ich habe, egal. Ich würde vorschlagen, dass du dich zumindest mal mit ihm triffst und ihn nach seinen Beweggründen fragst. Er ist recht exzentrisch, aber mach dir keine Sorgen. Ich werde auch vor Ort sein. Bitte komm in mein Büro, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Dann können wir alles weitere besprechen. Nun denn, ich will dich nicht weiter stören. Du hast sicher viel zu tun. Gib weiterhin gut auf dich acht. Und damit. Heyo Pinguine und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des DLCs. Ja, im letzten Teil habe ich ja sehr aktiv gemacht. Ich hoffe, dass es bei dieses Mal nicht so ist, ich kann es aber leider nicht versprechen. Ich gebe mein Bestes, aber nun denn. Nanu, erspähe ich da ein bekanntes Gesicht? Dich habe ich doch schon mal gesehen. Wer warst du noch gleich? Leon. Das ist mein Name. Ja, richtig, Leon. Aber klar wusste ich, natürlich. Alzheimer kickt halt, weißt du. Nun gut, dann fackeln wir mal nicht lange. Lass uns aufbrechen. Einen Moment bitte, Direktor Keanu. Keanu? Keanu? Egal. Ja, schau mal einer an, Klavi, altes Haus. Du hier siehst gut aus, bist aber... bisschen gealtert so, ne? Natürlich bin ich hier. Ich bin hier der Direktor und bitte nimm mich nicht so vor den Schülern. Das ist mir peinlich, Mann. Hatten wir uns außerdem nicht darauf geeinigt, dass wir uns in meinem Büro treffen? Ach ja, Alzheimer, weißt du? Aber schwamm drüber. Es ging doch ohnehin um diesen Schüler, oder nicht? Das mag schon richtig sein, aber... Verzeih mir, du bist sicher gerade etwas verwirrt. Das hier ist Keanu, der Direktor der Blaubeer Akademie. Er ist derjenige, der dich für den Schüleraustausch gewinnen möchte. Jawohl, der Direktor, das bin ich. Hatte ich das noch nicht erwähnt? Seiner Reaktion nach Zeitung hattest du das wohl versagt. Aber apropos, aus welchem Grund hast du ausgerechnet Leon als Austauschschüler auserkoren? Auserkoren? Ach, gute Frage, Klavi. Nun ja, also die Sache ist die. Das war noch gleich der Grund. Alzheimer leider, ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ach ja, richtig, Peter Kahn. Er war doch auf der Exkursion dort mit einer unseren Schülerinnen unterwegs, nicht wahr? Ich glaube, sie heißt Hannah. Sie hat dich jedenfalls empfohlen. Das von ihr wundert mich schon. Und jetzt, wo du so vor mir stehst, ja doch, du hast mich überzeugt. Oho, du siehst also auch Potenzial in ihm? Als Außerschüler willst du sich erfrischen, wenn in unsere Akademie bringen. Keanu verfügt über ein gutes Menschenkenntnis. Das muss man ihm lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du die Blaubeer Akademie besuchen und dort neue Erfahrungen sammeln würdest. Natürlich nur, wenn du das auch möchtest. Natürlich. Sie ist als eine Erweiterung deiner Schatzsuche. Gerne würde ich dich selbst begleiten, aber mit Direktor Keanu an deiner Seite solltest du gut betreut sein. Davon kann ich doch ausgehen, oder? Nicht, dass du noch was vergisst. Aber sicher, keine Sorge.
Ich hoffe, diese Erfahrung eröffnet dir den Weg zu einem neuen kostbaren Schatz. Und dann, ich wünsche dir eine gute Reise. Danke. Sag mir aber Bescheid, sobald du dich auf dem Weg zur Blaubarkeit machen möchtest. Ja, das möchte ich sehr gerne. Na, bist du bereit, zur Blaubeerakademie aufzubrechen? Ja, aber sicher doch. Also dann, auf geht's. Wo war gleich nochmal der Weg? Mir ist es so groß hier, ich finde hier nichts. Der Schatz von Zone 0. Teil 2. Die indigo-blaue Scheibe. Oha, Tada, da wären wir. Ich hab den Weg doch mit meinem Reiter noch gefunden. Herzlich willkommen an meiner geliebten Blaubeerakademie. Oha, Digga, ja. Was du hier siehst, ist der Eingangsbereich. Fast alle übrigen Teile der Akademie befinden sich unter Wasser. Ist das nicht fantastisch? Ich vermute mal, dann gibt es so viele Wasser-Pokémon, oder? Und das ist noch nicht alles. Siehst du, wie herrlich blau hier alles ist? Deswegen auch der Name Blaubeer. Wir haben uns stark vom Farbton der Blaubeer inspirieren lassen. Mal sehen, was noch? Ich hab's vergessen. Ach ja, Hast du vielleicht ja erstmal Fragen an mich? Warum ist die Akademie unter Wasser? Boah, das ist eine ausgezeichnet komische Frage, weißt du? Nun ja, also ist es so. Ich habe gehört, dass die Akademie an einer Anlage am Meeresboden angeschlossen ist, die der Ressourcenentwicklung dient. Ja, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Stimmt wirklich. Du bist wirklich gut informiert, Tara. Ach, nicht der Rede wert. Und wen haben Sie da bei sich? Einen Gast? Ganz recht, das ist Leon. Er ist im Austausch hier. Ich bin sicher, ihr werdet euch prächtig verstehen. Was? Ist das etwa der Schüler aus Paideia, von dem ich gehört habe? What's me? Entschuldige, ich sollte mich zuerst vorstellen. Mein Name ist Tara. Ich bin im zweiten Jahr hier. Es ist recht selten, dass sich Direktor Kiana den Namen eines Schülers merkt. Also muss nicht was Besonderes sein. Oh yeah, er hat's. Oh, oh. Oh, aber wo du gerade hier bist, Tara, wieso stellst du unserem Neuankömmling die Akademie nicht etwas genauer vor? Wie bitte? Ich soll das machen? Ja, ich vergesse das. Ich vergesse uns alles nur. Deine Erklärung kann man vermutlich mehr trauen als neuen. Das mag sein, aber es gibt doch sicher jemanden, der geeignet wird, dafür ist als ich. Oh, bitte versteh mich nicht falsch. Das hat nichts mit dir zu tun. Direktor Kiano hat nur die Angewohnheit, Arbeit auf andere abzuwälzen. Das ist ein absolutes No-Go. Wir haben 2023. Ich bitte um Gnade. Andererseits wäre es schon cool, den berühmten Leon besser kennenzulernen. Na gut, was soll's, ich kümmere mich drum. Grandios. Bitte, dann gehen wir einfach geradeaus weiter in Richtung Eingang. Boah, sieht schon cool aus. Gucken wir mal, Profil, habe ich den? Nein, natürlich habe ich den noch nicht. Ist ja aber natürlich klar, ich bin ja auch gerade erst angekommen, als ob ich jetzt schon den Pokédex dafür hätte. Lemli sehe ich da. Magma. Die sind neu, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, müssten wir eigentlich. Das hier ist der Eingangsbereich der Blaubeerakademie. Diese Schule legt großen Wert auf Pokémon-Kämpfen, musst du wissen. Hier auf dem zentralen Kampfplatz finden unter anderem offizielle Kämpfe statt. Sehr benutzt steht er allen Schülern zur freien Verfügung. Du solltest hier also öfter Gelegenheit haben zu kämpfen als an anderen Schulen.
Ja, ganz genau, so ist es. Mit Ihnen im Nacken wird die Sache nicht unbedingt leichter, Direktor Keanu. Wo war ich? Ach ja, die Meeresbrise hier ist sehr angenehm. Deshalb verbringen viele Schüler ihre Pausen noch auf den Zuschauerplätzen, selbst wenn gerade kein Kampf stattfindet. Oh, und es gibt auch noch eine andere besondere Sache an unserer Schule. Hör dich, Chef. Wilde Pokémon terrakristallisieren ja manchmal. Was du nicht sagst. Oh, stimmt ja, weil der ist sowas ganz normal. So ist es. Das Phänomen der Terrakristallisierung wurde in Paldea entdeckt. Wir haben Aufbauende auf dem Terrakristall. unsere ganz eigene Technologie entwickelt, mit der sich die Terrakristallisierung kontrollieren lässt. Und jetzt willst du doch bestimmt wissen, wie wir das erreicht haben, oder? Ja, unbedingt. Ich glaube, die Erklärung ist leichter zu verstehen, wenn wir uns unten befinden. Finden Sie nicht auch? Oh, du denkst wirklich an alles. Oh, ich hatte da eine tolle Idee. Wie wäre es, wenn ihr beide gegeneinander kämpft? Was? Jetzt? Sofort? Jetzt sofort? Ich würde gerne sehen, was Leon so drauf hat. Tara sei Mitglied der Top 4 unserer Liga AG, musst du wissen. Außerdem ist ihr Vater ein Arena-Leiter der Einer-Region. Von ihr kannst du sicher etwas lernen. Hey, sie plaudern hier einfach so persönliche Informationen über mich aus. Das ist ein absolutes No-Go. Ich schaue mir euren Kampf gleich aus nächster Nähe an. Bitte entschuldigen, wenn Direktor Keanu sich etwas in den Kopf gesetzt hat, kann man ihn nicht mehr davon abbringen. Aber um ehrlich zu sein, bin ich jetzt auch ein bisschen gespannt auf unseren Kampf. Hier in der Blaubeer-Akademie werden hauptsächlich Doppelkämpfe ausgetragen. Mal sehen, wie du dich daran schlägst. Viel Erfolg. Ja, dir wünsche ich auch viel Glück, ne? Mal gucken, was du so drauf hast. Boah, wie süß ist die schon. Plusse und Minun. Zur Zeit in der Blaue Akademie darf ich mich nicht vor dir blamieren. Ist okay, 70, das heißt. Ja, ich gehe mit dem Level ein bisschen runter. Und Bildschuss. Oder ich glaube, ich mache einfach nur erstmal mit Green Tea. Ja. Ja, weil Green Tea cool ist. Ach, Digga, natürlich Paralyse. Oh. Aber interessante Taktik, muss man schon so. Gut. Wenn jetzt die Paralyse kommt. Ich hätte meinen Mund nicht direkt so voll nehmen sollen. Was? Ist richtig? Egal. Ja, die verbrennen. Ah. Ja, stimmt. Die Verbrennung war 100%, oder? Ja. Die Attacke ist so geisteskrank, ne? Oh mein Gott. Ich muss... Obwohl der Shiny nicht so gut ist, möchte ich es trotzdem gern noch. Aber. Na, wobei ich mach's doch nicht. Ich glaube, ich gehe doch in Moon erstmal. Boah, als es da war, das war so cool. Ich habe mir wieder gedacht, das kann doch kein Pokémon mehr sein. Das sah aus wie ein Horrorfilm oder so. Also. Ganz krass. Gut. Nein, Typ. Oh. Ja. Ich darf die Dinger nicht unterschätzen, Mann.
Mann, ich werde... Impoleon E4. Eisstrahl. Und nochmal Kielschuss. Oh, wo stimmt? Okay, das macht zum Glück nicht allzu viel. Boah. Nein. Scheiße. Jetzt bitte nicht Paralyse. Wie viel Schaden macht das? Okay, Minun ist weg. Ja, Minun ist weg. Warum sind die Dinger so stark? Ich hab die Dinger so unterschätzt. Das ist Karma. Das ist verdammt großes Karma. Oh. Wenn du plus minus Taktik ist nicht aufgegangen, dann bleibt hier wohl nur noch hoher Gewalt. Was kommt? Stalobor. Okay, gut, ich habe Pokémon mit Trevor. Alles gut, alles gut. Auch so ein geiles Shiny. Nein! Das ist jetzt natürlich gar nicht gut. Ich glaube, ich bin dann mal weg. Bin ich schnell? Ja. Es geht, es geht, es geht. Natürlich, natürlich Zurückschreckung, ne? Natürlich. Okay, 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 also... Die ist verdammt stark. Die darf ich auf gar keinen Fall unterschätzen. Ich glaube, ich gehe dann doch mal für die Terra. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das peinlich. Ist das peinlich. Warum bin ich so schlecht? Natürlich. Wie oft will ich noch zurückschrecken? Ich verstehe, du kannst also gezielt die Typenschwäche deiner Gegner an. Ja. Das Problem ist gerade leider nur, dass ich gerade sehr aus dem Leben genommen werde. Die Terra hat so viel gebracht. Du Scheiße. Ich glaube, ich nehme das zurück, dass ich nur Green Tea verwende. Die hat mich ziemlich durchgenommen. Komm, Gigapon. Oder Rankenkeule. Nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Bitte, nein. Triff beide. Ich hatte aber auch echt Pech. Mann. Von drei Pokémon hab's genommen und ich bin. Ich hab noch mal. Gut, den Sieg konnte ich mir sichern, ein Glück. Das war ein ganz schöner Zierkampf, was? Ja, weil ich so viel Pech hab, mein Gott. Oh. Der Blaue Akademie wurde. Und erst vor kurzem Tagesdrei aufgeteilt. Vielleicht wirst du mir ja noch ein paar Tipps geben können.
gut gemacht, ihr beiden. Ein wahres Spektakel. Vor einem Kampf. Ach ja, wir haben übrigens noch eine Schuluniform für dich. Hier, probieren Sie doch mal an. Dann fühlt sich bestimmt gleich ja Teil unserer Akademie. Ich fasse es nicht. Gut, von Plus und Minus. Ich steht dir super. Schneidexil. Mann, warum habe ich denn auch nicht geheilt, ich Idiot? Ich mach noch das hier. Blaue Steak. Ah. Warum habe ich nicht geheilt, ich Idiot? Mein Gehirn war irgendwie weg. Mit dieser Karte hast du in den Kleidergeschäften an Friseursalons von Belair noch mehr Auswahl. So. So, jetzt wo du richtig zu uns gehörst, wollen wir mal weiter ins Inner der Akademie. Du kannst dir in den Schränken dort drüben aussuchen, wenn du möchtest. Dann bekommst du auch die weltberühmte Terrakuppel der Blaubeer-Akademie zu sehen. Mann, was ist los? Ja gut, aber ich würde sagen, damit bin ich die erste Folge. Das war's mit dem ersten Part. Ich hoffe, es hat euch eingefallen. Macht's gut und ciao.